Lichtsprache ist die universelle Sprache deiner Seele. Du kannst sie auch intuitive Sprache nennen oder Herzenssprache. Und diese Sprache, die umgeht den Verstand und sie erleichtert unser spirituelles Wachstum, unsere energetische Ausrichtung und unsere Heilung. Und jeder Mensch hat eine eigene Version von dieser Sprache, weil jeder Mensch einzigartig ist. Die kann sich ausdrücken in Tönen, in Gesang, in verschiedenen Tonlagen. Und das Gute ist, du musst die nicht lernen, die ist schon längst in dir. Reality, wo ich das gesehen habe von der Jungfrau, da habe ich auch erstmal ganz tief durchgeatmet nach der Videolektüre. Was machst du denn da, wenn du so jemanden irgendwo tief im Wald begegnest und er gibt solche Töne von sich? So viel bunte Autos kannst du gar nicht anfordern, um die da wegzubringen. Das war der Crashkurs in Sachen Lichtsprache. Ganz, ganz spezielle Menschen, diese Lichtsprache. Also, die muss man auch nicht verstehen. Und wenn wir von ganz speziellen Menschen reden, dann kommen wir doch gleich mal zum Heinz. Heinz macht das, was er am besten kann. Nämlich andere Leute verklagen. Hier eine Unterlassungserklärung an Gordon Pankala, der nicht Querdenker genannt werden will. Finde ich super. Verklagt euch nur gegenseitig. Und auch das fällt in die Pflicht eines Bauschaumanwalts. Hohe Nachfrage nach ungeimpften Sperma. Männers, die Schweine haben unser Sperma geimpft und wir haben das nicht mitgekriegt. Der Sekten-Querdenken-Guru-Gründer Michael Beibig. Mittlerweile gibt er Workshops für nur 303 Euro. Berät er dich zu Bitcoins. Schnäppchenpreis. Allerdings hat er auch noch ein anderes Geschäftsmodell entdeckt. Und zwar die Esoterik. Beibig ja schon immer esoterisch angehaucht. Aber das ist der Hammer. Seit heute genau 6 Monate aus dem Gefängnis und beschäftige mich viel eben mit Querdenkertechnologien. Heute geht es um eine Technologie, die Nikola Tesla erfunden hat, nämlich die Frequenztechnologie. Viele fragen sich immer, wie kann ich so in der Ruhe bleiben? Wie gelingt mir das, trotz der ganzen Angriffe, nicht aus der Balance zu kommen? Und das eine ist eben natürlich, wenn man einen guten Wasserhaushalt hat. Also zum Thema Wasser werde ich sicherlich nochmal ein eigenes Video machen. Ich bin jetzt viel unterwegs, reise gerade, gucke, dass ich immer eben gutes Wasser bei mir habe. Und das andere ist, es gibt ein Gerät hier zur Befeldung von Wasser. Genau. Man kann auch noch mehr damit befelden. Ich glaube, da kann ich ein bisschen berichten, ja. Was ich damit mache. Ja, scheiß doch die Wand an, hier geht's gleich richtig tief rein in die Matrix. Esoterik ja auch nicht so meins. Aber Befeldung bedeutet immer irgendwas mit Frequenzen und immer mit 150 MHz als Trägerfrequenz. Und die Theorie hinter diesem Gerät, was ihr uns gleich vorstellt, ist, dass man mit diesen Frequenzen das Wasser energetisiert und damit die Selbstheilungskräfte des Körpers anregt. Also das berühmt-berüchtigte hexagonale Wasser. Aber wir haben so viele externe Strahlenquellen heutzutage,
Beziehungsweise im Gefängnis war es für mich natürlich so, dort ist ja alles, sag ich mal, verstrahlt, weil alles abgeschirmt ist und entsprechend abgesichert ist. Also wir müssen... Das ist so mein Lieblingsthema. Verstrahlte Reden über Verstrahlung, die verstrahlt wird. Ich liebe es und im Gefängnis ist alles verstrahlt. Also auch gegen diese oder wir können uns Hilfe holen von außen und können uns energetisch aufladen. Und ja, da hast du was ganz Tolles erfunden. Und da freue ich mich, dass du das ein bisschen vorstellst. Ja. Also ich benutze das Gerät eben auch dann, um das... Also man kann natürlich jetzt das Wasser einfach bestrahlen im Glas. Ja. Aber wenn man sich überlegt, der Körper besteht ja zum Großteil aus Wasser. Über 70%. Bin ich ja natürlich auf die Idee gekommen, dass man auch sagt, ich kann natürlich auch meinen Körper direkt bestrahlen. Absolut. Und kann dann letztendlich zum Beispiel, wenn ich die Lymphe habe, ne, kann ich die Lymphe bestrahlen, kann die unterstützen. Ja. Aber ich kann natürlich auch sagen, du wirst jetzt vielleicht schmunzeln, ich kann natürlich auch hier oben Zirbeldrüse oder hier seitlich die Zirbeldrüse aktivieren. Ich selber, man merkt es ja an meiner Haltung, habe ja sehr stark mit Rückenschmerzen zu arbeiten, vielleicht weil auch die Last so schwer auf den Schultern lastet. Das heißt, ich genieße natürlich sehr stark, dann den Schulterbereich zu aktivieren. Also wenn ich Beiweg wäre, würde ich ja ein bisschen mehr an meiner Zirbeldrüse rumantieren mit dem kleinen Handscanner, den er da an der Hand hat. Vielleicht hilft's ja auch, die Last von seinen Schultern zu nehmen. Das ist eine abgefahrene Scheiße hier. Dann den Schulterbereich zu aktivieren. Es gibt da ja auch so ein Pad, was ihr gemacht habt. Also man hat so eine kleine Matte, eine quadratische. Und da kann man sich dann ganz bequem natürlich, eine großflächige Rückenpartie auch befelden. Mhm. Und also ich nutze das Gerät eigentlich, seit ich aus dem Gefängnis bin, jeden Tag. Man merkt dann auch, dass es warm wird. Mhm. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Absolut. Warum wird es warm? Diese Wärme hat ja einen bestimmten Grund, warum es auch warm wird. Bei einer Massage zum Beispiel, wenn du gut durchgeknetet wirst, passiert ja auch etwas. Ja, die Zellen werden aneinander gerieben und es wird besser durchblutet. Wird auch teilweise warm, Reibung erzeugt Wärme. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Und dann selber zu entscheiden, möchte ich es oder möchte ich es nicht. Es gibt einen Link hier unten, dort könnt ihr euch weitere Informationen zuschicken lassen. Da freue ich mich sehr darauf. Ja, und da ich jetzt so heiß auf das Ding bin, ich will das haben, habe ich doch auf den Link geklickt. Da kommt man darauf, Tesla Hochfrequenz Oszillator. Und dann muss man weiterklicken und dann kommt man dahin. Da geht es dann zu einem persönlichen Beratungsgespräch. Finde ich ziemlich scheiße und deswegen machen wir das anders. In den ganzen Video von Beiweg und von Tränkle, da wird übrigens nicht erwähnt, wie dieses Wundergerät heißt. Aber das macht nichts. Bei Tränkle, da klingelt was. Nämlich der Zelltuner. Und bei Tränkle klingelt noch mehr. Neue germanische Medizin. Charlatanerie. Und das ist der sogenannte Zelltuner von der Wassermatrix AG, die Tränkle zuzuordnen ist. Und ich will verdammt sein, wenn das nicht das gleiche Gerät ist. Dieses Gerät hat nämlich eine Hintergrundgeschichte. Und die Hintergrundgeschichte ist für Beiweg ein Desaster. Dieses ganze Gerät kostet übrigens zwischen 3.000 und 8.000 Euro, je nachdem, wo du einkaufst. Bei eBay ein bisschen billiger, beim Originalhersteller 7.771 Euro. Die Bundesnetzagentur hat übrigens 2021 den Verkauf dieses Gerätes verboten, weil es Störungen beim Amateurfunk verursacht hatte. Also das Ding strahlt wie ein Weihnachtsbaum. Seitdem darf dieses Gerät nur noch mit einer bestimmten Abschirmung in Deutschland benutzt werden. Sowas verkauft ein Michael Beiweg neuerdings bei Querdenken. Unnötig zu erwähnen, dass der Nutzen von diesem Zelltuner nicht nachgewiesen ist, zumindest meine ich wissenschaftlich. Und vielleicht wachen ja jetzt ein paar Schlafschafe auf und sehen im Beiweg das, was er schon immer war. Nämlich jemand, der für Geld alles macht. Weil umsonst würde er diesen Werbeauftritt nicht gemacht haben. Ja, und dieser willkürlichen Polizei, wie sie sich selbst nennt, wo man es nötig hat, eine Frau von ca. 50 Kilo Gewicht auf die Couch zu werfen. Ja, ich habe alles ausgehändigt, was gefordert war, und trotzdem wurde die Hausdurchsuchung weiter fortgeführt und durchgeführt. Und
Ich hatte auch den Eindruck, dass der leitende Polizist eine Straftat provozieren wollte, indem er mich permanent provoziert hat mit wirklich Herabwürdigungen. Und ich habe mich aber nicht drauf eingelassen. Ich war ruhig, ich war besonnen. Mein Sohn war sehr besorgt und aufgeregt und natürlich der Hund auch in der Wohnung. Das war meine größte Angst, dass also der Hund erschossen wird. Genau, ne? Das ist auch schon vorgekommen. Und das hat uns die Anwältin heute von Sabrina erzählt, dass das auch an der Tagesordnung ist, dass wenn die Polizisten ein Exempel statuieren wollen und jemanden besonders wenig leiden können, dass sie den Hund als Gefahrenquelle einstufen und ihn einfach erschießen. Hier seht ihr eine hochtraumatisierte Sabrina Kollmorgen. Eine Hausbesuchung hat bei ihr stattgefunden. Das ist dann eher so Triple C Querdenker-Prominenz. Grund war, sie hatte angeblich eine Staatsanwältin beleidigt. Kollmorgen, ehemalige Intensivkrankenschwester, hetzt halt brutals gegen die Impfung, war Medizinberaterin, dann bei der Basis und später bei der AfD aktiv. Sie hat derzeit wegen anderer diverser Vergehen vor Gericht und weil sie so traumatisiert war, ist sie dann zu den Gerichtsterminen gar nicht erschienen, sondern ist zur Hutmacherin Viviane Fischer in die Show gegangen. So traumatisiert muss man erstmal sein. Dieses, das haben Sie gut auf den Punkt gebracht. Wenn ich schweige, unterstütze ich das Unrecht und das Verbrechen. Und das kam für mich natürlich zu keiner Zeit in Frage. Und durch meine Familie ist ja schon ein großer Riss gegangen. Also meine Mutter habe ich verloren auf diesem Weg. Wir haben überhaupt keinen Kontakt mehr. Sie schämt sich für mich und für meinen Aktivismus. Sie hat dann noch viel mehr rumgeopfert, aber das ist halt nicht YouTube-konform, weil sie halt von der Impfung, Corona und so weiter spricht. Und ihr wisst, worauf das bei den Querdenkern hinausläuft. Zwischendurch war sie auch noch im Krankenhaus. Nach der Hausdurchsuchung hat sie sich dort untersuchen lassen, um alles zu dokumentieren, was die Polizei ihr angetan hat. Oben im Bild seht ihr den Mützenpeter. Der Mützenpeter ist so einzuordnen im Umfeld von Banane, Kollmorgen, Brauner und, wie heißt der andere, der Klipperer auf dem Klavier, keine Ahnung, Namen vergessen. Und der Mützenpeter wurde auch verurteilt. Wegen Widerstand und Körperverletzung muss er jetzt 90 Tagessätze à 15 Euro zahlen. Aufarbeitung läuft. So, hallo ihr Lieben. Ja, jetzt habe ich heute diesen Gerichtstermin hinter mir gebracht. Ich bin eigentlich hingegangen mit einem positiven Gefühl, ja, weil ich ja nichts verbrochen habe. Ich habe eine Frage gestellt auf einen Post. Ja, auf diesen Post habe ich mit einer Frage geantwortet in unserer Austauschgruppe, einer Diskussionsgruppe. Ja, für diese Frage wurde ich heute verurteilt. 80 Tagessätze zu 15 Euro. Selbstverständlich gehe ich gegen dieses Urteil in Revision oder Berufung, wie auch immer man das fachlich nennen möchte. Dieses Urteil ist ein Skandal in meinen Augen. Zeigt schon wieder mal, dass ich politisch verfolgt werde, dass es nicht um die Sache geht, sondern darum, mir einen reinzudrücken. Staatsanwalt. 1200 Euro Strafe plus Gerichtskosten für Bianca Paffenholz. Wegen Billigung von Straftaten, was sie gemacht hat, seht ihr oben im Text eingeblendet. Paffenholz in der lokalen Schwurbler-Szene rund um Köln bekannt. Bei ihr durften die Nazis auch schon mal in der ersten Reihe marschieren. Auch ihr Anwalt, kein unbeschriebenes Blatt. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Wen es interessiert, der kann es gern googeln. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vergesst nicht, die Lichtsprache zu lernen. Das könnte irgendwann mal ganz wichtig werden. Und kauft den Zelltuner, weil eure selbst Heilungskräfte des Körpers sollen ja mit hexagonalen Masse aktiviert werden. Träumt schön.